Allahu Akbar. Überlieferung bei Tirmidhi. Wenn Allah für seinen Diener etwas Gutes möchte, dann beschleunigt Allah ihm die Strafe in der Dunya. Stopp, Abu Bara. Wie? Allah will für ihn was Gutes und er beschleunigt ihm die Strafe, dass er noch in dieser Dunya die Strafe... Na? Allah will, dass du hier gereinigt wirst. Wo? In der Dunya. Denn dieses nur, weil er dich liebt. Und heute lernen wir Allah Azza wa Jalla kennen. Warum beschleunigt er die Strafe in der Dunya? Weil er möchte nicht, dass du diese Sünden wohin mitnimmst? In die Akhira. Höre weiter. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ شَرًّا أَمْسَكَ عَنْهُ بِذُنُوبِهِ حَتَّى يُوَافَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Wenn Allah aber für einen Diener nichts Gutes möchte, dann lässt er ihn mit seinen Sünden. Bis يَوْمُ الْقِيَامَةِ, um ihn dafür richtig zu bestrafen. Wo wollen wir die Reinigung? Schon in der Dunya. In der Dunya. Und merkt ihr das, subhanallah, manchmal auch ein Gläubiger, er hat vielleicht schnell ein Wort gesagt, was nicht gut war. Im nächsten Moment, subhanallah, stößt er an die Wand mit seinem Kopf. Oder es fällt was auf seinen Fuß. Allah reinigt das sofort. Warum? Damit er dich von diesen Sünden reinigt. Und wir wissen, jedes Unglück, was uns trifft, ja sogar ein Dorn, welcher uns sticht, was macht Allah damit? Er vergibt uns damit unsere Sünde. Wenn du gläubig bist, beschleunigt Allah die Strafe in der Dunya. Und das ist eine Barmherzigkeit von ihm. Denn wenn er dich lassen würde, höre dir die zweite Person, Allah belässt ihn mit seinen Sünden. Er macht ihm das Leben leicht. Und er sündigt und sündigt. Und Allah bestraft ihn nicht. Vielleicht hat er jede Woche eine neue Freundin. Jede Woche hat er das, jede Woche hat er das. Sein Leben ist Haram. Das Haram liebt ihn und er liebt das Haram. Diese Person, Allah lässt ihn in Ruhe. Warum? Damit er diese ganzen Sünden mitnimmt. Yawmul Qiyamah.